Hallo, meine Liebe, schönen guten Abend. Wie geht's dir? Ja, heute kommen aus der Türkei. Ja. Alles fertig, alle Zähne schon im Mund, ja. Ja, meine Liebe, morgen kommen arbeiten. Genau. Chef, ich habe ein Geschenk kaufen bei dir. Ohne Spaß. Ja, kann ich dir gleich morgen geben, Chef, bevor andere kommen, weißt du? Weil ich nur für dich kaufe, ich nicht für alle kaufe. Wenn für alle kaufen, dann bankrottieren machen. Ein bisschen Bilder kommen. Du wartest auf Geschenk. Alles klar. Chef, ich nur eine Bitte habe. Ja, kannst du mich morgen bitte mit Ali schicken? Wir zwar alleine. Nur wir zwei, ohne anderen. Weil ich möchte, dass meine Zähne ein bisschen integrieren in Deutschland. Langsam, weißt du, zuerst nur Türkisch reden. Ich esse jetzt nur türkische Gerichte, weißt du, Iskender, Lahmacun, Döner, Kelle Paça, weißt du. Und dann langsam auf deutsche Küche gehen. Maultaschen, Spätzle, Schnitzel. Und dann irgendwann mal italienische Pizza, Frutti di Mare und so weiter, weißt du. Ich habe Angst, wenn jetzt alles auf einmal oder alle Sprache, was auf Baustelle sprechen. Wenn ich alle Sprache rede, Chef, ich habe Angst, dass meine Zähne von alleine rausgehen und Flugzeug einsteigen und wieder zurück Klinikum gehen. Dir egal, mit wem ich arbeite. Hauptsache gleiche Schaufel nehmen. Okay, Chef, gleiche Schaufel nehmen, kein Problem. Heute Morgen ein bisschen Gas geben, okay. Letzte 10 Tage viel verpasst, alles klar. Das muss man alles nachholen, kein Problem, Chef. Du mit Ali schicken, danke. Danke, meine liebe Chef, du bist ein guter Mann.